Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu meinem Fallschirmsprung-Video. Und ja, ich springe heute mal Fallschirm und das alles natürlich in First Person. Hier sieht man, die Waffe sieht auch richtig glatt aus hier. Besser als in Call of Duty. Moin Moin. Da haben wir hier noch, was haben wir hier? Bevor ich anfange hier, hier in First Person Fallschirm zu springen. Erstmal hier ein bisschen hier gucken hier. Kriegsball haben wir natürlich auch noch hier. Auch eine coole Waffe. Was mir besonders gut gefällt, ist zum Beispiel auch die Gefechtspistole. Guckt die euch mal an. Also ich meine, die hat es doch echt in sich. Und die Billigknarre. Ja, die Billigknarre. Also, wenn die nicht geil aussieht, also da kann man mit Counter-Strike. Auf jeden Fall kann man da. Ja, mitgehen. Ja, also ich habe hier in Deutschland Fallschirm und jetzt gehen wir einfach mal rein in das Dodo-Wasserflugzeug und springen über Los Santos ab. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los. Und natürlich wieder alles in First Person, im geilsten Modus, seit es GTA gibt. Ich starte jetzt hier schon. Das wird jetzt auch mein Hauptflugzeug sein in GTA 5. Oh nein! Fahrwerk eingefahren. Fahrwerk ausgefahren. So, jetzt müssen wir natürlich Höhe gewinnen. Wir wollen ja Fallschirm springen. So, ich möchte hier nochmal eine kleine Note geben für das ganze Spiel. Also, ich habe es jetzt schon einige Zeit getestet, GTA 5 auf der Next-Gen-Konsole, PS4. Und muss ganz ehrlich sagen, es hat alle Erwartungen um das Fünffache übertroffen. Es ist das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Das Spiel mit dem meisten Suchtfaktor. Besonders diese First-Person-Perspektive wird dich bannen. Und zwar mehr als jedes The Elder Scrolls, was jemals rausgekommen ist. Das sind alles Kackspiele dagegen. Gegen dieses hammergeile Spiel. Ich habe noch nie so einen guten Flugsimulator gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Flugsimulator. Guck mal hier, wie sich das bewegt hier, diese Hammeransicht. Also, hammergeil. Das ist ja nur ein Simulator. GTA ist ein Fallschirmsimulator, ein Jagdsimulator, ein Amoklaufsimulator. Was noch alles? Ich weiß gar nicht. Mir fällt gar nichts mehr ein. So viel ist es. So, also ich glaube, wir haben jetzt schon eine ordentliche Höhe erreicht. Ich glaube, ich will euch jetzt hier auch nicht nerven. Wir steigen jetzt aus in 10 Sekunden. Alter, was für ein Level hat der? 252. Alter, nee. Nicht dein Ernst. Okay, also. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt GTA 5 in First Person. Achtung! So sieht das auf jeden Fall aus. Ich habe jetzt hier noch den Motorradhelm an. Wir können natürlich Geschwindigkeit verringern, das ist hier kaum was, und wir können die Geschwindigkeit, wie ihr seht, öffne dich, Baby, öffne dich, Schirm, öffne dich, öffne dich. Es hat sich geöffnet, der Schirm ist geöffnet, ihr seht, alles in Ordnung. Zack, und jetzt brauchen wir noch eine sichere Landung, um das auch zu bestätigen. Ja, wir haben das geschafft. Eine super hammergeile Landung. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wollt mehr sehen von GTA 5. Jo, ich sage auf jeden Fall ciao. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Könnt mich gerne adden. Und ja. Boah, Alter. Die Alte haut ab. GTA 5 First Person. Nice.